Servus Leute, letztens dachte ich mir, so Erdöl ist schon was Geiles. Ich meine, muss sich auch lohnen, das Zeug mit Bohrinseln abzubauen. Zum einen wird daraus Energie gewonnen. Die nutzt ihr im Benzin, wenn ihr fahrt, im Kerosin, wenn ihr fliegt und daheim, wenn ihr eine Ölheizung habt. Alles eine super Sache. Naja, bis auf den Treibhauseffekt durch Energiegewinnung mit solchen fossilen Brennstoffen und dass das Öl vielleicht auch irgendwann mal alle ist. Außerdem werden aus den Verbindungen im Erdöl viele Kunststoffe wie zum Beispiel Tupperware hergestellt, die auch nicht wirklich gut für die Umwelt sind. Also scheint jedenfalls wichtig zu sein, so wichtig, dass deswegen ganze Kriege angezettelt werden. Deshalb schauen wir uns mal an, wie man an das schwarze Gold rankommt. Aber damit man jetzt ans Erdöl kommt, muss man das erstmal finden. Das Aufsuchen der Erdölfelder unter der Erde wird auch Prospektion genannt. Wie halt Prospekt. Früher musste man schauen, wo Erdöl aus der Erde austrat oder zum Teil Probebohrungen machen, um zu schauen, wo Erdöl ist. Heute gibt es ein paar geilere Methoden der Geologen. Zum Beispiel die Reflexionsseismik. Puh, schweres Wort. Hier werden an der Oberfläche Schwingungen erzeugt, die werden von den verschiedenen Erdschichten unterschiedlich zurückgeworfen. Und wenn die Geologen dann die zurückgekommenen Werte analysieren, können die schauen, wo Felder sind. Wenn man die Felder dann endlich aufgespürt hat, kommt die zweite Phase. Hier muss das Erdölfeld erschlossen werden. Der Fachbegriff für diese Phase heißt auch Exploration. Hier werden dann an die Ölschicht Löcher gebohrt. Je nachdem, wie nah das Feld an der Oberfläche ist, gibt es verschiedene Arten der Erschließung. Wenn das Feld nah an der Oberfläche an Land ist, kann es im Tagebau abgebaut werden. Wenn das Feld tief im Boden liegt, werden Bohrsonden benötigt, hier in einem Bohrturm. Also wird einfach ein sehr tiefes Loch mit einem großen Bohrer gebohrt. Im Ozean ist das natürlich noch ein bisschen schwieriger. Deshalb gibt's da dann Bohrinseln, wie man sie auch schon gesehen hat. Unter denen wird dann aber auch in den Boden gebohrt. Hat man das Feld mit dem Bohrer mal erreicht, muss das Öl nach rausgepumpt werden. Das nennt man dann die Förderung. In dieser Phase gibt's dann verschiedene Abläufe. Zuerst ist der Druck des Felds meist so hoch, dass das Öl schon von selbst rausgedrückt wird. Also alles super. Irgendwann lässt dann aber der Druck nach. Dann muss man da selbst was unternehmen. Deshalb werden da dann zusätzlich Wasser und Erdgas reingepumpt. Dadurch steigt der Druck im Erdölfeld wieder und man hat wieder seine gute Menge. Ähnlich wie wenn ihr eine Capri-Sonne aufpustet und dann das Zeug rausbrudelt. Wenn das nichts mehr nützt, werden andere Stoffe in das Feld gepumpt, die zum Beispiel das festere Öl flüssiger machen, sodass es gut zu pumpen geht. Wenn man dann das Öl hat, hat man nicht einen einzigen Stoff in der Hand, sondern ein Gemisch aus vielen Verbindungen, dabei auch Feststoffe und Gase, die in der Flüssigkeit gelöst sind. Und genau hier ist der Chemiker gefragt, das Gemisch aufzutrennen. Das klappt hier richtig gut durch eine Destillation, weil die Siedepunkte der Stoffe unterschiedlich sind. Destillation kennt man vor allem aus der Herstellung von hochprozentigem Alkohol. Aber das Prinzip ist auch hier das gleiche. Unser Stoff, hier das Erdöl, wird in einer sogenannten Erdölraffinerie erhitzt, sodass die meisten Stoffe gasförmig sind und in einen Fraktionsturm eingeleitet werden. Jetzt sinkt in diesem Turm der Raffinerie die Temperatur von unten nach oben. Irgendwann kondensieren die einzelnen Stoffe, also die Gase werden zu Flüssigkeiten. Je nach Stoff findet das bei einer bestimmten Temperatur statt. Und auf unterschiedlichen Höhen im Turm, bei den verschiedenen Temperaturen, sind Ebenen eingebaut, von denen aus diese Kondensate herausgeleitet werden können. Die langkettigen Alkane, also Schmieröle und Wachse, bleiben dann so recht weit unten, weil die nur bei sehr, sehr hohen Temperaturen gasförmig sind. Die leichten und flüchtigen Gase, wie zum Beispiel Methan, Ethan und Propan, zieht es dagegen bis ganz nach oben, weil sie bei niedrigen Temperaturen noch gasförmig sind. So erhält man eine Aufteilung des Erdöls und kann die einzelnen Verbindungen dann je nach Wunsch benutzen. So, und damit kann man dann auch geile Autos antreiben. Was ist eigentlich euer Lieblingsauto? Schreibt uns mal in die Comments. Und ganz wichtig, checkt auch noch unser Video hier rechts ab. Da geht es nämlich darum, was überhaupt Biogas ist. Und schreibt mal in die Comments, ob ihr das öfter wollt, dass wir am Ende in so einem Video dabei sind. Ciao.